Moin zusammen, Dave hier. Ich wollte euch heute bei meinem Brautag mitnehmen, deswegen habe ich auch schon mal ein bisschen was aufgebaut. Es wird heute ein Hefeweizen gebraut, das habe ich halt auch schon mal gemacht, das war mein dritter Sud. Heute ist der sechste und da halt die Bestände schon etwas leer sind, ich habe noch 4 Flaschen jetzt über, dachte ich, ich mache doch einfach mal so einen kleinen Vergleichstest. Und zwar habe ich beim letzten Mal mit einem sehr aufwendigen Maischeverfahren gebraut, das Dekoktion- bzw. Maltaseverfahren. Heute wollte ich mit der Kombirast brauen, bei etwa 67 Grad, um halt einfach mal zu sehen, ob sich das Maischeverfahren und wenn ja, wie sich das Maischeverfahren auf das fertige Bier auswirkt. Ja, ich bin auf jeden Fall gespannt, wie das halt heute so klappt und würde einfach mal sagen, bis gleich. Bevor es aber mit dem Brauen losgeht, möchte ich euch einmal noch mal ganz kurz mein Equipment vorstellen, mit dem ich so die letzten 5 Sude gemacht habe. Und zwar habe ich mir einen Einkocher geholt der Marke Klarstein, 27 Liter Volumen, ohne Digitalanzeige, dafür aber natürlich mit Temperatursteuerung. Das reicht auch meiner Meinung nach völlig aus, um erstmal anzufangen. Dann habe ich noch einen 12 Liter Kochtopf, den ich fürs Nachguss- und Einmalschwasser benutze, der auch eine Skalierung hat, was natürlich auch sehr praktisch ist. Meine 2 Spindeln, eine Läuterspindel und eine Spindel, die auf 20 Grad geeicht ist. Ein 30 Liter Gäreimer, den ich auch zum Läutern verwende und da dann einen Läuterfreund 1040 reinsetze. Ja, und das war eigentlich schon so im Groben und Ganzen mein Equipment. Damit komme ich, wie gesagt, sehr gut klar. Und ja, ich würde sagen, jetzt wird das Einmalschwasser vorbereitet und wir sehen uns gleich. Das Einmalschwasser ist jetzt endlich im Einkocher gelandet. Es sind 15 Liter geworden, weil ich mit 5 Kilogramm gerne einmalschen möchte. Das ist dann also eine Gussführung vom 1:3 bzw. 3:1, je nachdem, wie man das sehen möchte. Als Schüttung habe ich jetzt genommen, wie gesagt, 5 Kilo sind es insgesamt, die sich jeweils auf 2,5 Kilogramm Weizenmalz hell und 1,25 Kilogramm Pilsener und 1,25 Kilogramm Wiener Malz aufteilen. Als Hopfen nehme ich den Mandarina Bavaria mit 22 Gramm. Die kommen auch nur in die Vorderwürze rein, werden dann 60 Minuten gekocht. Anschließend werde ich mit der YEAST 3068 Hefe vergären. Die habe ich beim letzten Mal schon geerntet, also bei meinem letzten Sud Weizenbier. Und am Montag mit einem Starter angestellt. Wie ich den Starter genau gemacht habe, erkläre ich dann später nochmal. Genau, und gleich wird dann eingemeischt und dann geht es auch sofort weiter. Weil ich ja auch finde, dass zu einem guten Brautag auch immer ein Bier dazugehört, habe ich mir heute auch mal 2 Biere dazugeholt. Angefangen mit dem Hoppebräu Weißbier, das ist das hier. Habe ich selber, glaube ich, noch gar nicht getrunken, deswegen bin ich auch sehr gespannt, wie das schmeckt. Und mach's mir doch jetzt direkt einfach mal auf. So, schauen wir doch mal. So, da ist es. So wie ich das jetzt sehen kann, auf jeden Fall schön helle Farbe natürlich. Auch guter Schaum. Gar nicht so bananig, wie ich jetzt gedacht habe. Also meins hat auf jeden Fall ist ein bisschen mehr so in diese Bananenrichtung gegangen. Man kann ja immer entweder so in diese Bananen- oder Nelkenrichtung gehen. Deswegen würde ich jetzt hier schon sagen, dass es eher so in die Nelkenrichtung auch geht. Oh, schön leicht. Schön leicht. Im Geschmack auf jeden Fall Banane. Bittere auf jeden Fall sehr dezent, also sehr, sehr zurückhaltend, finde ich sehr angenehm. Ja, und wie gesagt, super leichter Körper auch. Ja, finde ich total gut, also schmeckt mir echt lecker. Ist gut, sehr leicht, wirklich sehr, kann man sehr gut trinken. Ja, ist auch nicht so hopfig dann wie meins. Ich schau mal gerade, 5,5% hat das. Steht hier vielleicht sonst noch irgendwie was drauf? Nee, tatsächlich nicht. Ja, aber super gutes Bier. Finde ich gut. So, mein Einkocher hat jetzt aufgehört zu heizen. Das heißt also, dass die Einmalschtemperatur erreicht sein sollte. Zur Sicherheit überprüfe ich aber auch immer noch mal mit einem Thermometer nach.
Und dann schauen wir uns doch einfach mal an, wie es jetzt so ausschaut, was das Thermometer so sagt. So, das dauert jetzt einen kleinen Augenblick. Wenn ihr übrigens einen guten Tipp für ein vernünftiges Digitalthermometer habt, was man einfach so hier einhängen kann, dann würde ich mich natürlich über eine Nachricht freuen, weil ich bin da leider noch auf kein Gutes gestoßen. Über diese IKEA-Dinger habe ich halt auch nichts so Gutes gehört, dass die nicht so langlebig sein sollen. Und da finde ich dann doch irgendwie die 10 Euro, wenn man dann alle 2 bis 3 Sude Neues braucht, doch etwas viel Geld. So, das schaut doch schon ganz gut aus. Jetzt haben wir 72 Grad. Passt. Passt sehr gut. Super. Dann würde ich sagen, wird jetzt eingemeischt. Jetzt wird eingemeischt. Das Malz habe ich übrigens geschrotet bei Kender Rack gekauft in Neukirchen-Flüen. Also wer aus dem Pott kommt, kann ich auf jeden Fall den Laden nur gut empfehlen. Sind immer sehr freundlich und hilfsbereit. So, dann schauen wir doch mal. Und auch muss ich sagen, ich muss auch sagen, dass die Schrotqualität halt auch immer sehr gut ist. Also ich hatte einmal beim Hobbybrauerversand hatte ich geschrotetes Malz gekauft und das war leider zu fein geschrotet und dementsprechend hatte ich dann einen relativ seltsam aussehenden Treber. So, jetzt will das natürlich hier wieder nicht aufgehen, dann nehme ich mal die Schere. So. Ja. Hoffentlich klappt das auch ohne sich den Finger abzuschneiden. So, das sieht doch schon besser aus. Zack. So, das ist immer ein bisschen tricky, wenn man das alleine macht. So, ich lege mir das immer so eigentlich auf eine Schulter. So halb. So, und dann schütte ich es eigentlich relativ langsam rein. Immer schön gucken, dass dabei schön gerührt wird. So, schauen wir doch mal. Ja, das sieht doch gut aus. Leute mit einem Rührwerk haben hier natürlich an der Stelle einen immensen Vorteil. Aber tatsächlich macht mir das halt auch sehr viel Spaß, so dabei das alles so manuell zu machen. Von daher, in einer großen Brauerei macht man das ja quasi alles gar nicht mehr. Und deswegen finde ich, geht dann so ein bisschen der Reiz auch beim Hobbybrauen, zumindest für mich jetzt. Ne, ich habe ja jetzt auch noch nicht so oft gebraut. Ich glaube, das ist jetzt mein 6. Sud seit November. Aber das geht dann so ein bisschen für mich dabei verloren, wenn man das halt alles so automatisiert machen lässt. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Letzten Rest rein, perfekt. Das hat doch gut funktioniert. So, jetzt werde ich noch mal ein bisschen schauen. Noch mal alles hochholen, noch mal ein bisschen gut verrühren. Damit ja keine Klümpchen entstehen. So, perfekt. Dann kommt jetzt gleich der Deckel drauf und dann wird 60 Minuten gerastet. Eine Sache, die ich noch fast vergessen hätte zu erwähnen, ist natürlich nach dem Einmeischen nochmal die Temperatur zu überprüfen, ob die sich dann halt so entsprechend des Rezeptes, das man dann sich im Internet angeguckt hat oder selber entwickelt hat, auch eingestellt hat. So, bei mir sollten es ja so 67 Grad sein. Schauen wir doch mal einfach, was das Thermometer sagt. Müsste aber eigentlich ganz gut passen. So, sind wir schon bei 64, 65. Es geht aber noch hoch. Wichtig ist natürlich auch immer, dass man dann nochmal gut umrührt. 66. Perfekt. 67. Sehr gut. Super. Dann
wird noch einmal umgerührt und dann geht der Deckel drauf und dann wird jetzt auch wirklich mal 60 Minuten gerastet, Stoppuhr wird angemacht und dann schauen wir mal, wie es in 60 Minuten so aussieht. In der Zwischenzeit bereite ich den Läutereimer vor und schließe schon mal den Läuterfreund an und ja, dann wird vielleicht noch mal gleich ein Bierchen getrunken. Während der einstündigen Kombirast kann man natürlich die Zeit auch gut nutzen, indem man zum Beispiel das Nachgusswasser vorbereitet, was ich jetzt tun werde. 12 Liter kann man nämlich nicht so leicht bzw. so schnell aufheizen, von daher würde ich einfach mal sagen, lass uns das doch mal direkt tun, dann sind wir gleich ready und dann sehen wir uns gleich. Die 60 Minuten sind nun rum. Wir haben jetzt gerade einmal die Jodprobe gemacht, sah gut aus, also das Jod hat sich nicht verfärbt, was heißt, dass die Maische jetzt sozusagen fertig ist. Jetzt wird noch auf 78 Grad hochgeheizt, quasi die letzte Rast, auch wenn es keine wirkliche Rast ist, die Abmaischtemperatur und dann wird abgemaischt. Ich habe in der Zwischenzeit abgemaischt. Die Maische mit dem Treber befindet sich jetzt in dem Läutereimer. In der Zwischenzeit habe ich natürlich auch nochmal den Einkocher wieder ausgespült und sauber gemacht. Und unten am Auslaufhahn vom Gäreimer bzw. Läutereimer den Silikonschlauch dran gemacht, damit die Würze nicht so reinplätschert und die Oxidation sich, ich sag mal, im Rahmen hält. Genau. Außerdem habe ich meinen präparierten Einkocherdeckel, den hier, genommen und auf den Gäreimer drauf getan bzw. auf den Läutereimer. Der hat nämlich den Vorteil, dass sich das Läuterwasser bzw. das Nachgusswasser schön verteilt und der Treber nicht aufgewirbelt wird. Den Tipp habe ich übrigens vom Buch Craft Beer einfach selber machen von Ferdinand Laudage. Ist ein super gutes Buch und kann ich echt nur jedem empfehlen. Hat mir am Anfang halt auch sehr geholfen, hilft mir natürlich auch immer noch. Genau, jetzt werde ich, sobald die Würze klar gelaufen ist, das Nachgusswasser holen und dann findet der Nachguss und das Läutern statt. So, die Würze ist jetzt einigermaßen klar gelaufen. Ich habe die ja wie gesagt dann oben nochmal drauf geschüttet, und damit sich die Würze halt erstmal selber filtert. Und genau, jetzt wird die Würze in den Einkocher geleitet, natürlich mit dem Silikonschlauch. Ich habe gerade auch schon den Hopfen dazugegeben, 22 Gramm Mandarina Bavaria mit 7,1% Alphasäuregehalt. Und jetzt wird das Nachgusswasser dazugegeben und anschließend der Einkocher schon warm gemacht, also beziehungsweise angemacht, und 100 Grad sind dann das Ziel. Dann wird der Hopfen gekocht. So, wie man vor mir sehen kann, kocht der Hopfen schon ziemlich gut. Jetzt schon seit ja, knapp 40 Minuten. Das heißt, ich hänge jetzt gleich den Würzekühler mit rein, damit die Keime daran abgetötet werden. Und ja, dann nur noch runterkühlen, Hefe rein, also beziehungsweise natürlich vorher noch umfüllen und schön belüften. Und dann Hefe in die Würze rein und dann ist auch der Brautag soweit vorbei. Deswegen dachte ich mir, ich gönne mir jetzt gerade noch mal ein kleines Bierchen so zum fast Abschluss, habe ich mir das Bräugier geschnappt.
Das ist das Elektroweizen von denen. Sehr, sehr hopfiges Bier, sehr lecker. Habe ich auch bereits beim Tap Takeover bei The Oak probiert und ja, ist ein super, super leckeres Weizen. Ist halt auch etwas bitterer, aber halt auch etwas fruchtiger. Und ja, dementsprechend dachte ich mir, das könnte doch ganz gut so zum Abschluss mal passen. So, schenken wir mal vorsichtig ein. Schöner Schaum, schön viel Schaum auch. Ich habe ein bisschen übertrieben beim Einschenken. Ja, nur ein kleines bisschen. So. Da ist es. Ja, also wie man sehen kann, habe ich jetzt leider ein bisschen viel Schaum verursacht beim Einschenken, aber mein Gott, ist ja nicht so schlimm. Muss ja schmecken. Genau. Dann schauen wir doch mal. Ja, auf jeden Fall. Richtig fruchtige Nase. Schön fruchtig, wie gesagt, aber auch ja, eine knackige Bittere im Abgang. Ist auch ähnlich leicht wie das Hoppebräu-Weißbier vom Körper. Nicht so malzig, nicht so viel Restsüße, würde ich auch sagen. Schauen wir mal, was da an Hopfen und so weiter reingegangen ist. Wenn es hier drauf steht, steht leider nicht drauf. Was sagt denn der Alkoholgehalt? Wo steht es denn? 5,0%, also ein bisschen weniger als das Hoppebräu. Aber da wird wohl auf jeden Fall irgendwas an Aroma-Hopfen drin sein. Das denke ich schon. Also ich weiß, dass es nicht gestopft ist, das hat der Johannes von Bräuge mir erzählt. Er sagte aber Whirlpool-Hopfen 80 Grad, also das merkt man dem Bier auf jeden Fall an. Aber nagelt mich jetzt nicht drauf fest, welche Frucht das ist. Also es riecht auf jeden Fall fruchtig, so ein bisschen blumig auch, aber ist manchmal auch sehr schwer zu sagen. Aber auch ein super geiles Bier, kann ich nur empfehlen. Gerade für Leute, die vielleicht jetzt auch nicht so die klassischen Weißbiere mögen, für die könnte das eine gute Alternative sein, weil es halt eben ja etwas hopfenbetont auch ist und etwas untypisch ja dann auch für den Weizen. Aber super gutes Bier kann ich nur empfehlen. So, während das hier noch weiter kocht, werde ich gleich noch die letzten Sachen vorbereiten. Gleich mal den Monofilamentfilter abkochen. Den brauchen wir ja auch gleich. Der Gäreimer ist auch schon sauber gemacht. Treber ist auch schon draußen, von daher sieht es eigentlich ganz gut aus. Und ja, dann freue ich mich auch gleich, wenn der Brautag endlich vorbei ist. Es ist nämlich schon wieder recht spät geworden. Und ja, dann würde ich sagen, bis gleich, ne? Mittlerweile ist es schon ziemlich spät geworden. Wir haben jetzt kurz nach 10. Der Brautag ist aber Gott sei Dank vorbei. Also was heißt Gott sei Dank, aber irgendwie ist man dann ja abends doch immer ziemlich froh. Zumindest geht es mir so, wenn es dann vorbei ist und die Würze dann im Eimer ist, im Gäreimer. Diesmal habe ich ja aktiv runtergekühlt zum ersten Mal. Das hat super gut funktioniert. Also ich glaube, in 15 Minuten war die Würze dann von 98 Grad ungefähr auf 24 Grad runtergekühlt. Dann habe ich natürlich mit dem Hopfenfilter, mit dem Monofilamentfilter noch den restlichen ja, Schmodder, sage ich jetzt mal, einfach gefiltert. Was mir dabei aber aufgefallen ist, im Vergleich zu den letzten 5 Suden, hatte ich da erstaunlich viel Hopfen am Ende drin. Also das hatte ich wirklich vorher noch nie. Ich frage mich, woran das liegt, aber ja gut, werden wir mal sehen, ob das beim nächsten Sud genauso sein wird. Genau, ich bin auch übrigens bei 13 Grad Plato angelangt, also perfekt, hat super gut gepasst. 19 Liter habe ich rausbekommen bei 5 Kilogramm Malz, passt also soweit. Zuthausausbeute, ja, ist zwar jetzt nicht so gut, aber ganz ehrlich, im Hobbybrauerbereich ist es ja eigentlich eh fast scheißegal. So, und ja, ansonsten Würze ist jetzt wie gesagt angestellt, habe ich den Starter schön reingemacht, passt also alles soweit. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich bin auf jeden Fall auch mal gespannt, wie das Endergebnis aussehen wird. Ich habe es ja jetzt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschnitten. Und ja, vielleicht mache ich das auch nochmal. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.